Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, da sind wir auch schon weit. Wir haben aber jetzt auch wieder einen neuen Charakter, der sehr viel Spaß macht. Jo, jetzt haben wir in zwei Level auch den schönen Minion-Ring wieder. Und dann halten die Minions auch sehr viel aus. Müssen auch immer wieder beschwören, diesen wie heißt der? Manifestieren einfach. Jo. Ziemlich nett, der Skill, also die Skillung. Ich habe ja schon mehrmals diese Waffen benutzt und die waren dann immer ziemlich, ja, widerspenstig. Und mit diesem Bild kann ich sie immer wieder bei mir lassen, heilen und so weiter. Machen viel Schaden auch. Ziemlich gut jetzt dieses Skill, also dieses Bild, ist sehr cool. Aber eben, ja, er muss richtig gespielt werden und so. Also dieser Skill ist halt schon sehr unbarmherzig. Also mit Fehler und so weiter. Es tut dieser Bild eigentlich ziemlich gut. Einfach, ja, sagen wir mal, einfach wir springen die ganze Zeit zu den Waffen und heilen sie mit den Schlägen. Dadurch, dass wir nicht Kriegstanz einsetzen müssen. Also Kriegs, doch alles Kriegstanz, gell? Ah, Kriegspfad, genau, einsetzen müssen. Müssen wir auch nicht immer beim Gegner drinnen sein oder von weitem oder auf der Seite irgendwo schlagen. Geht besser mit Mehrfachschlag. Oh, ziemlich cool. Jo, was haben wir denn sonst noch? Einfach in der Itemization. Ist klar besser. Wir sind nicht abhängig von einem einzigen. Oh, aber physischer Widerstand ist auch gut. Bisschen mehr Nahkampfschaden. Einfach mal nehmen. Jo. Ist halt natürlich ein Nahkampfskill, aber wir können eigentlich jo, ziemlich gut eigentlich dort bleiben. Wir heilen uns und die Minions da immer wieder. So. Haben wir jetzt da noch zu skillen? Genau hier unten. Jetzt müssen wir dort noch ein paar Punkte investieren, dann können wir eigentlich mit dem Schwert, das auf Level 60 ungefähr ist, 61, genau, können wir dann sehr schnell angreifen, wie eine Einhandwaffe wahrscheinlich. Da wir zwei Skillslots haben, die auf Minions, auf Schwerter gehen, genau. So. Sehr schön. Sehr gut, Ele. Noch ein Level heißt es. Gucken wir gleich mal. Kommt irgendwie Schaden über von irgendwas? Okay. Also hier ist fertig. Hier ist noch ein Punkt rein. Ah, das ist das Gift. Okay, ich muss kurz warten mit dem Skill. Das ist das Gift, was so viel tickt. Keine Ahnung, wie viel. Ob das jetzt prozentual ist oder so. Aber Gift ist immer das Stärkste. Von den Spitzen. Böse Spitzen. Die schießen sehr schnell. Wow. Aber sie sind auch nur hier unten. Schnell mal töten, bevor ich dann zu viel Schaden kassiere. Lieber die töten. So. Genau, das ist das Problem. Die greifen immer das an, was ich angreife. Und dadurch mache ich dann nicht immer konstant Schaden, wenn ich mal nicht schießen kann. Oder schlagen kann. Das Anfänger-Relic. Nee, nee. Nicht so mit mir. Gut, also. Dann haben wir eben die Punkte eigentlich. Welches ist das?
doch der Rechte. Okay, ich brauche doch keine LPs. Doch, braucht man. Aber schön, dass ich mich heile, bevor ich dann irgendwo falsch rein teleportiere. Ja, wenn man nach dem Satz, also noch falsch sich irgendwo hin teleportiert, kann man sich vielleicht noch retten durch die Heilung. Besser als gar nichts. Die anderen sind wahrscheinlich nicht so gut. Nervt irgendwo eine Waffe. Okay, gut. Bin nur am Basen unkonzentriert. Ich hab's nicht so gern, wenn die Gegner halt noch ein bisschen viel austeilen können. Bin ich ein bisschen unter Druck. Schon wieder gewitzt. Zu viele Gegner und ist mir aber egal. Nein, sterben sie. Oh, sie haben Selbstmord ausgeführt. Dafür machen wir diese Augen. Es sind wieder viel zu viele starke Gegner. Es ist einfach unfair. Die Entwickler müssen da endlich mal was machen. Die können doch nicht kleine, winzige Gegner gleich häufig wie ganz große, starke Gegner machen. Es geht einfach nicht. Sieht ja schrecklich aus. Das ist Leichtsinnigkeit. Und Leichtsinnigkeit ist mit diesem Entwickler schon sehr stark vertreten. Einfach etwas nicht fertig entwickeln. Nicht anpassen. Geht doch nicht. Trotzdem, es ist eben noch gut genug. Also die Qualität von das, was Spaß macht, ist halt einfach sehr, sehr hoch. Aber das kannst du halt nicht immer ansehen, die Fehler. Die müssen auch gefixt werden. Fehler sind dazu da, einfach mal gefixt werden. Einfach mal weggemacht zu werden, und das ist der Entwickler nicht gut. Ich habe einfach, ja, manchmal doch nicht so viel Bock drauf, ständig farmen zu müssen, um irgendwie genug stark zu sein oder so. Ist doch ein bisschen langweiliger, das Farmen manchmal. So in Pass of Exile, da hast du ja einfach die Maps machen müssen, dass du höhere Maps hast und so weiter, und hier in den Echos. Also das Gefühl ist, es hat einfach so eine Art Endgame, das nicht richtig balanciert ist, weil die Gegner am Anfang viel zu stark sind, später viel zu zäh sind. Und ja, merkt man einfach jetzt gerade an diesem Bild schon sehr, dass man einfach nicht so Lust hat. Einfach die Motivation so sehr hat, dann später sehr gut zu werden. Und deshalb bin ich gerade so Spaß hat momentan, bis es dann besser läuft. Aber das ist meistens ja Nahkampf. Minions sind immer so ein Zwick oder so. Immer ein bisschen weniger Lust, bis sie stark sind. Naja. Dass das Spiel ab und zu nicht so viel Spaß macht. Einfach durchbeißen, warten, bis der Ring. Jetzt ist es wieder 53, ja, wir sind schon 53. Ja, aber ich kann sie jetzt nicht equippen, weil ich muss zuerst den Ring sehen. Der erste Ring ist es. Ja, ja, auf jeden Fall. Da verlieren wir einfach sehr viel Mana. Bei Kältewindestand. Warte kurz, ich habe doch genügend Kältewindestand. Ja, yeah. Einfach 75. So ist besser. Also, jetzt haben wir Minions, die stärk sind. Auf jeden Fall mal. Dann müssen wir noch warten. Helm ist 75. Rüstung, genau. Die Rüstung als erstes, dann das Schwert als zweites direkt. Und dann der Helm noch equippen müssen. So, also hier muss ich noch irgendwas verstärken. Gleich mal kurz.
Ist 2, ah, ist noch die Geschwindigkeit dahinter von 3. Und, boah, was nur 17 Level. 1, 1, 1, 5, 2. Hier muss ich noch die restlichen 3 reinstecken. Dann hier eben der Schaden muss höher sein. Also der ist jetzt schon sehr stark gestiegen, aber der muss noch höher sein. Hier muss ich einfach Heilung. Und hier muss ich Rüstungs... Aber da glaube ich nicht voll. Jetzt wende doch mal Windows. Hast du so viele Probleme mit dem Switchen? Ah doch, 3 und 4. Das heißt... Rüstungsschritte zuerst einmal. Oder ich müsste eher dann... Ja, ich mache hier 2 Punkte rein. Und hier war es ja... Abklingzeit zuerst. Gut. Habe ich da einen Skillpunkt verloren? Nein. Hey, komisch. Ich dachte, ich hätte von 2 von 2 schon oben. Na gut. Oh. Da geht es ein bisschen aufgeteilt heute. Ich würde gerne diesen Ding nehmen hier. Idole. Also Götzen. Aber die geben ja am Anfang nichts Gutes. Die Chance, einen guten Götzen zu bekommen, ist sehr schlecht. So, jetzt sind die Minions ziemlich viel zäher. Sie leechen auch das Leben weg vom Gegner. Aber tut mal ein bisschen mehr Killen hin. Wow. Ich finde die Raben so süß, wie sie ringsum gehen. Ja, sie sterben eigentlich fast nicht mehr, vor allem die Rüstung. Ist eigentlich ziemlich immer Max-Leben. Okay, es bringt schon einen einzigen Ring zu tragen. Ich hätte schon gedacht, ich brauche 2. Ich habe ja mehrere, weiß nicht, 6, 7 Stück, die ziemlich gut sind. Der ganz schlechte, also ganz schlechte Unix tue ich natürlich immer rauswerfen. Die will ich gar nicht in der Kiste haben, aber der Rest tue ich immer schön sammeln. Könnte ja einen Wert haben, irgendwann mal anzuschauen, wie viel man hat. Wie viel man einfach auf Maximum Bonis hat, oder? Sehr gut gerollte Ringe, sehr gut gerollte Schwerter und so. Ja, und ich freue mich natürlich, Vulkanus wieder farmen zu können. Habe ich ja mit dem roten Bild Druiden geschafft. Aber sonst eigentlich nicht gut. Tja. Ich könnte wieder mal einen toten Druiden spielen. Ja. Aber der hat mich ein bisschen überfordert. Aussehen und so. Übrigens, Dornentotems mit Rüstungsdurchdringung unten links. Extrem stark. Richtig genial. So vom Spielstil und so. Kurz setzen, Gegner down, weitersetzen, Gegner down. Das ist ziemlich entspannt und cool. Es fehlt mir eigentlich nur noch der Stormtoten-Bild, der gute. Dann habe ich eigentlich Totems eigentlich schon fast abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch hier reinsetzen, die Punkte. Cooles Echo, war fast ein bisschen überschlagend. Aber das liegt einfach daran, dass wir noch nicht so stark schnell und so sind. Muss natürlich noch ein bisschen schneller sein. Also wir haben 53 immer noch. 7 Levels, also noch. Ja, 6 Levels, weil wir jetzt schon fast 53 sind. Gut. Bin ich entspannt. Durch die Attack Speed haben wir jetzt auch langsam ein bisschen tollere Effekte und so. Schneller auf die Waffen bei uns. Und jetzt haben wir gleich auch noch die eine letzte Not beim Amboss-Wächter. Mit bei Schwerter angespeed, also noch nicht jetzt direkt, aber da haben wir eine Keule, das heißt wir bekommen Rüstungsbruch. Was bekommen wir? Was hat der Hammer?
Angriffsschaden einfach, ich glaube physischer Angriffsschaden einfach. Ja, stimmt. Gut. So, da bist du. Ist nur einer, ja. Immer Widerstände, aber immer nur Widerstände, das bringt uns gar nichts. Dafür liegt das Siegel. Ja. Ist natürlich ein Ring, den man eigentlich fast nie braucht. Also ich könnte jetzt wirklich den Boss machen. Im nächsten Part machen wir den Boss. Oh, das könnte auch ein Livestream sein. Ja, gehen wir mal raus. Okay. Genau, beim nächsten. Nein, beim. Ah, wir haben ein paar Skillpunkte bekommen. Wieso habe ich jetzt zwei unbenutzte Skillpunkte? Also, da kam schon mit einer Zweihandwaffe, Zweihandkeule, 15 pro. Ah, nur Zweihand, also wir haben eine Einhandkeule. Ja. Machen wir das schon mal. Sind wir mit dem Schwert dann natürlich viel stärker. Schade, er ist ab Level 61, aber ich habe kein niedrigeres mit so Minion Damage. Nahkampfschaden. Diene Nahkampfschaden. Jo. Naja, gut. Dafür zwei Diene Sachen. Und Nahkampf LP Entzug. 13%. Geil. Jo. Noch ein bisschen früh, hä? Machen wir doch noch die. Vielleicht kann ich den Boss noch reinschieben. Ich mache vielleicht einen längeren Part. Morgen habe ich auch ein bisschen Zeit zum Hochladen. Aber es kam jetzt elend lange vor. Ich hätte schon gedacht, es wäre so 37 Minuten und 17. Heute ist auch ein anstrengender Tag, oder? Ich muss immer wieder aufstehen, irgendwas machen. Obwohl ich krank bin. Also so extrem erschöpft. Mit verschiedenen Heilmethoden, oder? Das ist ja meistens die Heilung, die einem erschöpft und nicht die Krankheit. Und es ist halt schon extremst heftig. Also würde man so eine Laie sein und die Körperteile gar nicht mehr spüren. Flüchtige Umkehr, okay. Und Einstimmung dann auch nicht. Okay, Einstimmung haben wir. Die Void Skills vom Void Knight. Knight. Schildwurf auch nicht. Nö, da war eigentlich nichts. Jupp, was ist ein Jupp? Ja, es leckt. Ich hab's gemerkt beim Ding einsammeln, bei diesen Rezepten einsammeln. Es leckt irgendwie ganz cool. Noch nicht so lange. Ja, typisch voll OP eben. So. Ja, jetzt hat es kurz gelegt. Dann ist immer derselbe gerade echt nicht gerade gut. Naja, aber wenn es nur dann ist, oder? Das Problem. Ich freue mich riesig, wenn ich wieder gesund bin. Dann fange ich nämlich mit dem eigenen Spezer richtig an. Ich habe natürlich alles mal ausprobiert, sogar Sounds und gesprochen habe ich. Aber ich kann halt einfach nicht so eine gute Qualität kriegen. Als würde ich in einem Entwicklerstudio sein und da irgendwie die Sachen machen können oder Hilfe hätte im Entwicklerstudio selber. Ich werde jetzt einfach mit Livestreams und so euch das zeigen, wie es geht. Und die Qualität natürlich dann
herholen mit Leuten, die für mich arbeiten und ich natürlich Geld geben kann. Vielleicht über eure Spenden oder über Hosts und so Sachen. Mal gucken. Ist natürlich schon ziemlich beliebt, so ein Rollenspiel. Ein echtes Rollenspiel. Wo man echt leben kann. So für Livestream-Projekt ist natürlich das genau das Richtige. Gibt es einfach zu wenig. Es gibt halt schlechte Spiele. Also GTA Online, also GTA 5 ist jetzt zum Beispiel schon gut gemacht. Dauert aber zu lange, um so einen Server aufmachen zu können. Man braucht bestimmte Mods, die schlechte Qualitäten haben. Dann zum Beispiel Red Dead Redemption ist ja auch noch so ein Rollenspiel. Spiel ist einfach mega langweilig. Du gehst immer von Farm zu Farm. Schaust, dass die geschützt sind und so. Ist auch ziemlich langweilig. Ich habe natürlich jetzt vor, was viel weniger langweilig ist, aber natürlich sehr viel Arbeit für mich heißt. Und natürlich genügend Action ist wie ein Hack and Slay. Das ist das Wichtigste, oder ich will schon Hack and Slays spielen, aber auch so eine Art Eco-Perspektive haben. Das real wirkt, oder? Das ist einfach das größte Problem. Ich weiß nicht, ob so eine Abänderung von physischem zu Feuerwiderstand gut ist, aber die LP sind natürlich sehr gut. Ja, okay, es ist ja auch 2x2 Idol. Muss nicht. Ist da niemand mehr? Also noch ein paar Bits. So, weg damit. Diese Skelettis. Ich habe große Pläne, aber ich habe so Angst, dass einfach Menschen das so unnötig ausnutzen dann. Ist halt immer die Frage, oder? Was machst du daraus? Ich wette, erstens wird jeder klauen und dann wird jeder sagen, hey, das ist meine Erfindung. Und drittens, ja, das gar nicht mal so etwas Gutes machen, das habe ich ja auch patentiert. Zum Beispiel Rockstar hat ja die KI patentiert. Frag mich, wie gut die KI wird. Also es sieht nach sehr vielen NPCs aus, aber nicht nach gut, nach guter KI. Frag mich echt, wie geht hier selbst dann mit guter KI? Dann, ja, dieses Patent auch halten kann. Es gibt natürlich in anderen Spielen doch eine bessere KI. Naja. Ist halt immer, oder? Die Leute wollen nur profitieren. Und nicht irgendwie anderen etwas gönnen oder so. Wow. Heidnisches Fleisch, du bist übertrieben stark. Hau ab. Geht doch nicht, ich habe volle Resistenzen. Weg damit. Es ist einfach übertrieben. Jetzt bei diesem Bild merke ich es einfach, weil ich nicht immer ausweichen darf. Ich im Fernkampf bin. Macht viel weniger Schaden. Ich bin einfach zu langsam. Ich muss irgendwie an Bewegungsgeschwindigkeit kommen. Sonst halt diese coolen Waldstiefel anziehen. Oder die anderen da mit dem Eis. Ich habe wahrscheinlich Geschicklichkeit. Ne, ich habe kein Geschick. Okay. Mehrfachschlag, irgendwas mal dazu nehme ich mit. Diese Lilan sind immer mit Fähigkeiten betroffen, oder? Und da muss man einfach kurz schauen, was für eine Fähigkeit. Nimmst du es mit, sonst verkaufst du es einfach. Kostet auch, also gibt auch ein bisschen Geld. Okay. Sieht komisch aus, so viele auf einem Stück. Wie alle benommen sind nach dem Ambusschlag.
schön. Echt cool. Ich mag den Bild, aber er ist wirklich ein bisschen anspruchsvoll. Musst du schon schauen, dass du nicht zu viel kassierst, aber dass die Gegner auch ein bisschen schneller töten. Nein, ich habe zu viele Items. Und das vor dem Boss. Ich kann es nicht glauben. So, jetzt einiges Fleisch. Jetzt kommst du da. Schnell an den. Oben bleiben. Da kommt noch so ein Kauz. Hier ist der Kauz. Hallo. Sterben Sie. Wie schnell die sterben. Das ist ja auch etwas, was ich nicht brauche. Und wo ist der Anführer? Ist er schon tot? Ja, da unten sind noch ein paar Gegner. Da sind ja ganz viele Gegner noch. Stirb jetzt, Hauptmann. Der versteckt sich immer so weit hinten. Komm, raus. Mach ich ja alleine was. Okay. Sehr gut. Easy. Easy peasy. Oh. Schon wieder das gleiche Foliant. Der Darkhold. Schade, dass Marvel nichts mit dem Darkhold gemacht hat. Einfach zerstört und unter Facebook. Ich finde es so doof, dass Marvel nie etwas mit diesen Sachen anfängt. Schon wieder weg. Der Gauntlet, oder? Schon weg. Ja, etwas mit diesem Infinity Gauntlet zu tun haben. Kann ich da mal etwas sehen, dass ein paar Gegner da sind? Boah, wir sterben fast, weil sie so lange sind. Nein, nicht der. Ach man, oh. Weg damit. Ich glaube, ich werde den Bosskampf nicht schaffen. Ich kann nicht mal angreifen im Nahkampf. Ich kann den nicht mal angreifen. Muss ich den angreifen? Meine Güte. Ich kann ihn ja nicht mal angreifen. Der Bosskampf ist so verbuggt im Nahkampf. Was soll ich tun? Ich sehe nicht mal etwas. Ich sehe nicht mal etwas von der Ding, vom Lebensbalken. Okay, wenigstens die Dinge da. Ja, ich trinke, komm. Ich glaube, ich muss in die Mitte, ja. Dann bin ich nochmals ein bisschen schneller. Ach, ist ja unglaublich, wie verbuggt. Ja, sie machen einen Bosskampf und der ist erstmal 3 Jahre verbuggt. Das reicht für ihn. Für den armen Drago Basel. Ich muss ja nicht zeigen, wie das Spiel ganz fertig ist oder so. Was ist denn das wieder für ein Angriff gewesen? Mann. Dieser Minion-Bait ist so kacke. Ausgehen. Ja, okay. Wenn da schon 2 Angriffe direkt kommen von ihm, ja. Du kannst mit manchen Baits nicht mal den ersten Boss schaffen. Es geht einfach nicht. Ich will eigentlich das Set einem da, aber das ist ja so ein Anfänger-Echo. Ich wechsle im nächsten Ding wieder auf den Blitzbild am besten. Ich dachte, ich wirklich schaffe den gut. Das schaffst du einfach nicht. Der ist einfach so unfair gegenüber Nahkämpfer, dass du ihn einfach nicht schaffst, das Nahkämpferbild. Ah, so mühsam. Aber jetzt nochmal einmal versuchen. Nein, ich. Du kannst ja kaum angreifen, weil er einfach nicht angreift. Du klickst drauf, mit Rechtsklick spamst du herum, aber er greift einfach nicht richtig an. Und die Minions sterben trotz Ring. Ich könnte einen zweiten Ring, dann bin ich aber wieder zu langsam. Nein. Das geht jetzt momentan doch nicht. Ist jetzt das andere Rüstung, physischer Widerstand. Nein, ich habe eine andere Rüstung. Genau. Blutung. Hä? Ah, da, die Rüstung, okay. Physischer erlittener Necro. Sicher. Könnte gut sein, aber bringt ja nicht viel. Elbherr-Ignoration, Nekrose-Widerstand. Ich habe ja Moxeris.
Ja, ich habe maximal Nekrotik Widerstand und der macht trotzdem so viel Schaden. Naja, also ich werde schon etwas finden, uns doch wieder ein bisschen vorwärts bringt. Also eben dieser Minion. Ich werde ihn ein bisschen spielen, damit er ein bisschen fitter ist, weil ich einfach mehr Geduld habe als im Let's Play oder im Livestream dann. Und dann schauen wir mal, wie es mit dem dann weitergeht. Der hat ja eben das schwarze Loch dann. Abkündzeiten ist halt ein bisschen größer noch. Wird auch nicht so reduziert noch. Ja, mal schauen. Bis dann, Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.